wenn ihr wüsstet. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo, ne? Ja. Ja, es ist mein Mittwochsvideo. Es tut mir leid, ich war beim letzten Mal, bin ich ja voll rausgekommen und wusste nicht mehr. Nee, müsste Freitag sein. Ach, ja. Es ist jetzt Mittwochsvideo. Auf jeden Fall, meine Mutter sagt, es ist Mittwoch, ich denke, es ist Mittwoch, also es muss Mittwoch sein. Also, willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und nee, weil es erste Mittwoch war, also schlecht ist. Zweite Freitag, dann das nächste. Es ist ein Freitagsvideo, Mama. Hm. Weil wir sind ja beim vierten. Ich dachte, du hast gerade geguckt und das erste war am Freitag. Nee, das erste war am Mittwoch. Das hat aber gesagt, das ist ein Freitagsvideo. Nee, das war das zweite. Ah, okay. Wir sind bei einem Freitagsvideo. Es tut mir leid. Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. So, und jetzt aber richtig. Heute ist bei mir immer noch Mittwoch, der irgendwas Mai. Aber ich habe euch Geschichten aus meiner Kindheit. Ja, also, es gibt etwas, was ich in meinen Videos tatsächlich noch sehr selten erwähnt habe, aber ich bin eine kleine Hausfee. Ich liebe es, zu Hause Dinge zu machen und ich bin auch wirklich so jemand, ich blühe auf wie eine Riesenblüte, wenn ich Hausarbeit machen kann, außer Wäsche waschen und Staubsaugen. Und Müll raustragen. Aber sonst mache ich eigentlich alles relativ gerne. Und das hat aber auch einen Grund. Als ich ein kleines Mädchen war, damals, also ich weiß, das ist furchtbar, aber ich hatte damals tatsächlich eine Frisur, die sah ungefähr so aus. Und zwar 4 Bobbles auf dem Kopf. Ich hatte dann lang genug Haare, dass ich mir 4 Böbbelchen auf dem Kopf machen konnte. Ich sah irgendwie aus wie ein schlechter Würfel. Ja, und ich habe die Frisur eigentlich gehasst, aber es war super für die Kopfhaut. Also das muss ich schon sagen, super für die Kopfhaut. Ja, und damals habe ich als kleines Mädchen von meiner Großmutter und meiner Mutter jeweils Kinderbügeleisen bekommen. Und es ist jetzt so, wenn man das mal überlegt, heutzutage wird es diese Art von Bügeleisen gar nicht mehr geben, weil die musste man in Steckdose stecken und die sind auch richtig heiß geworden, das sage ich euch. Also die waren brühend heiß, da konnte man wirklich damit bügeln. Und es war nicht nur so Kinderspielzeug im Sinne von Plastik, sondern da war wirklich was dahinter. Und wenn ich so drüber nachdenke, das gäbe es halt echt nicht mehr, ne? Heutzutage hätten alle Eltern Angst, dass ihre Kinder sich wehtun dabei. Ja. Oh, warum hattet ihr nicht Angst um mich? Ja, sind. Ja, stimmt. Meine Eltern waren da wirklich immer in meiner Nähe. Und auf jeden Fall war es so, dass ich hatte damals auch so Taschentücher bekommen, so Kindertaschentücher mit so süßen Motiven, so Käferchen und Blümchen und so. Und dann war ich dann immer so da mit meinem kleinen Bügelbrettchen und habe dann diese Taschentücher gebügelt. Und ich habe das so geliebt. Das glaubt ihr mir nicht. Ich habe das so unfassbar geliebt. Und ich konnte auch gar nicht verstehen, wie man Bügel nicht lustig finden kann. Also das war für mich damals das totale Rätsel. Ist heute noch. Ja, und dann war es so, dass ich irgendwann mal bei meinen Großeltern war zu Besuch, da war ich dann schon ein bisschen älter und dann habe ich das Bügeleisen in die Steckdose gesteckt und hat die Sicherung rausgehauen und das Bügeleisen war dann auch kaputt und ich weiß nur noch bis heute, nachdem ich dann das Teil reingesteckt hatte und angemacht habe, weil da gab es noch so einen Anknopf und es dann die Leitung rausgeschmissen hat, da war mein Vater da, das war an einem Ostern. Und dann bin ich zu meinem Papa gerannt und habe gesagt, Papa, nimm mich hoch. Und dann war ich, der Rest vom Tag war dann für mich gelaufen, weil ich dann mich so an dieser rausgeklatschten Leitung erschrocken habe, dass ich dann wortwörtlich bloß noch auf meinem Vater seinem Arm rumgehangen bin. Der arme Mann durfte nicht mal mehr allein aufs Klo. Ich bin ihm hinterhergegangen wie so eine Ente. Daran kann ich mich bis heute erinnern. Das ist so, ja. Immer wenn ich Angst bekommen habe, bin ich hinter meinem Vater hergewatschelt. Das, ja, er war halt groß. Und da konnte man sich gut dahinter verstecken. Und ich habe immer so das Motto gehabt, wenn irgendwas ist, dann schubst ihn, weil dann bist du in Sicherheit. Und außerdem würde er mich immer beschützen. Das war so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ich habe Daddy gern. Wir haben uns heute ein Calippo-Eis geteilt. Ist für euch voll uninteressant, aber für mich ist es was Tolles, mit meinem Vater Zeit zu verbringen.
Ja gut, besonders wenn er arbeitet, jetzt wieder arbeiten geht. Ja gut, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Nachdem dann also mein Babybügelbrett kaputt gegangen ist und mein Bügeleisen, nee, mein Bügeleisensbrett existiert tatsächlich noch. Das ist total der lustige Fakt, aber dies gibt's noch. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann erstmal so traurig war, dass ich eigentlich nichts mehr wollte. Und dann hat sich aber nochmals ereignet, nämlich meine Mom hatte damals immer das Bügeleisen im Büro, in ihrem Büroraum und hat sie dann immer gebügelt. Und eines Tages, ich bin dann immer da gesessen und vor, also irgendwie und habe da gespielt und sie hat halt gebügelt. Und eines Tages war es dann so, dass meine Mutter gebügelt hat und ich glaube, ich habe sie irgendwas gefragt, aber ich bin mir bis heute nicht Nee, sicher. du bist unschuldig. Echt? Ich bin unschuldig? Ja. Ah, ich habe nicht gedacht, ich hätte dich abgelenkt. Aber auf jeden Fall war meine Mutter dann irgendwie abgelenkt. Dann hat sie es weiter gebügelt und hat sie wirklich ohne Witz hier auf dem Arm, ich weiß nicht genau die Stelle, weil jetzt ich mir so richtig in dieses Bild sieht, hat sie so einen riesen Bügeleisenabdruck gehabt. Also die Spitze vom, das spitze Teil vom Bügeleisen und dann noch so ein Stück da weiter, weil ja, weil ihr Arm lang genug war. Aber nicht so hier, sondern wirklich hier so. Und das sah echt übel aus, das sage ich euch. Und ja, diesen Abdruck, den hat sie dann, glaube ich, auch so 3, 4 Wochen gehabt. Das war wirklich eine langwierige Sache. Und meine Mutter hat dann danach sich eins geschworen, sie will ihr ganzes Leben lang immer genug Geld haben, dass sie jemanden hat, der für sie bügelt. Und ich habe damals mir gedacht, so dappig kann man sich ja gar nicht anstellen. Weil ich habe mir ja nie wehgetan beim Bügeln und ich fand es dann irgendwie ganz komisch, wie man das hinkriegt. Und ja, und dann hat meine Mutter das Bügeleisen und hat sie weggebracht und hat sich ein neues Bügelbrett gekauft, das sie dann in die untere Wohnung getan hat. Hat dann das jetzige Bügeleisen, hat sie dann vollgestellt mit Unterlagen und da kommt man nicht mehr ran. Und ja, und danach hat meine Mutter dann auch zu mir gesagt, ich soll mich vom Bügeleisen fernhalten, das sei heiß. Also ich durfte dann auch jahrelang erstmal nicht mehr bügeln. Und als ich dann etwas älter geworden bin, wieder, war ich dann bei Babette und Babette hat dieses tolle Bügeleisen, wo es so schön dampft. Da macht und kleine Lenchen hat es dann entdeckt und Babette ist auch keine leidenschaftliche Büglerin. Und so hat sie dann gesagt, wenn ich dampfen darf dazwischen, dann mache ich dir die ganze Wäsche. Ja, und so kam es dann, dass ich bei Babette wieder das Bügeln angefangen habe. Und dann habe ich auch wieder die Leidenschaft ist wirklich just im Moment wieder aufgeblüht. Die ganzen guten alten Erinnerungen, der Spaß daran. Und überraschenderweise, obwohl es so lange her ist, bin ich immer noch recht gut im Bügeln. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ja, und jetzt habe ich ja vor ein paar Wochen dieses extrem zickige Video hochgeladen, wo ich meiner Mutter gesagt habe, sie soll mir ein Bügeleisen kaufen. Ich will unbedingt eins haben. Und jetzt tatsächlich, ich habe eins. Ich habe jetzt mein erstes eigenes Bügeleisen für Erwachsene. Es hat zwar kein aber es hat so Spritzen mit Wasser. Mama sagt, das soll ich gleich lassen, weil sonst verkalkt es. Aber ich kann jetzt bügeln. Und jetzt nehme ich mir auf jeden Fall vor, dass ich für meinen Vater seine Maske regelmäßig bügel, erstmal. Und dann auch die von meiner Mom, weil mir reicht es nicht, wenn sie es nur in die Sonne legt. Das ist mir doch ein bisschen zu unsicher. Da bügele ich lieber mal drüber zwischendrin mal. Und dann irgendwann, wenn ich dann mal ein Brett habe, das ein bisschen größer ist, dann werde ich vielleicht auch mal Wäsche bügeln. Und ja, ich freue mich jetzt total drauf. Und ja, schon komisch. Es ist tatsächlich so, ich glaube, und das ist jetzt so ein Tipp für die Eltern da draußen, wenn ihr eure Kinder als Kindern das mehr oder weniger schmackhaft macht, Sachen zu machen, die Haushalt sind. Meine Mutter hat mir auch eine Kinderküche geschenkt und da durfte ich immer dann meine Gänseblümchensuppen drin kochen. Und heutzutage koche ich so gut, dass wir alle Übergewicht haben. Ich bin auch eine super Bäckerin, also es ist schon ein bisschen schlimm. Ja. Na gut, also Übergewicht haben wir jetzt nicht, aber wir sind alle nicht um.
Fall habe ich die Leidenschaft zum Haushalten als Kind von meiner Mutter bekommen, weil sie mir da das spielerisch beigebracht hat. Und ich sag's jetzt mal so, wenn du älter bist, dann willst du das meistens, dann musst du es lernen, aber dann macht es dir keinen Spaß. Aber wenn du es von Kindertagen an gerne machst, dann macht es auch später noch Spaß. Drum fördert die hauswirtschaftlichen Fähigkeiten eurer Kinder. Das ist die Message des Tages. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie es euch geht. Bügelt ihr gerne oder bügelt ihr nicht so gerne? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Übrigens, mir ist aufgefallen, falls sich mal jemand fragt, warum ich immer in diese Ecke zeige, da oben müsste eigentlich eine Banderole auftauchen, wo dann mein Twitter- und Facebook-Account verlinkt sind. Deswegen zeige ich immer nach da oben. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail an die bell.read@outlook.com schicken. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.